vor uns liegen wieder drei wundervolle Abende, wo wir viele Reisen unternehmen. Und das ist, also ich sag das nochmal, die Erika und Ulrich Gregor nicht kennen, sind wirklich die legendären Kinomacher, die auch fürs Filmhaus Nürnberg zum Vorbild wurden. Ohne sie hätte es den internationalen Film, sage ich jetzt mal so, in der Nachkriegsära überhaupt nicht gegeben. Sie sind Mitbegründer des Internationalen Forums der Berlinale und haben dieses auch jahrzehntelang geleitet und haben legendäre Filmgeschichten auch zu sagen, also alles aufzuzählen, da wären wir morgen Abend noch nicht fertig. Ich bin sehr, sehr froh, dass Sie heute zum 8. Mal hier in Nürnberg die Kinosaison eröffnen. Und ja, geht mal weiter, was uns so die Tage erwartet. Ja. Ja, einen schönen guten Abend. Vielen Dank für das Erscheinen heute bei Filmen, die auch nicht so bekannt sind. Wir grübeln jedes Mal wieder nach, was sollen wir denn jetzt zeigen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir fangen immer an mit den Filmen, die wir in unserer eigenen Kollektion, also in der Sammlung des Arsenals, besitzen. Und manche kommen uns immer wieder vor in Gedanken an wichtigen Filmerlebnisse. Dann ist es zum Teil aber auch wieder Zufall, wie ich einfach am Computer die Buchstaben so durchlaufen lasse und plötzlich stoße ich auf den Titel My Little Chickadee und denke, ach, My Little Chickadee, das ist bei uns vorhanden, ja, das wäre doch ein Film mit Mae West und W.C. Fields. Das war also ein bisschen Zufall, aber dann ist es nicht schlecht, diesen Film, der schon jahrzehntelang bei uns liegt, niemand weiß es eigentlich, dass es den überhaupt gibt, wir holen ihn wieder hervor. Und jetzt ist sogar noch eine bessere Kopie, wie ich gehört habe, als die wir haben, die wir, ist nämlich 16 mm nur. Ja, das sind so die Wege, auf denen wir zu diesen Titeln kommen, aber jetzt heute Abend Brüssel Transit ist einer unserer liebsten Filme, so kann ich sagen. Wir kommen immer wieder darauf und in verschiedenen Kontexten ist dieser Film plötzlich wieder präsent. Wir haben ihn entdeckt im Jahr 1980 auf dem Festival von Locarno und wir waren elektrisiert. Wir wussten nichts zunächst einmal über den Film und den Regisseur. Wir waren elektrisiert, dass in dieser Sprache das Jiddische vorkam. Und das ist ja eine höchst faszinierende Sprache, das Jiddische, die man weitgehend verstehen kann. Nicht immer total, aber weitgehend doch. Also vom Linguistischen ist es faszinierend, aber in dieser Sprache spiegelt sich so vieles und die ganze jüdische Geschichte im Grunde ist da präsent, wenn man diese Sprache hört. Und wenn man Untertitel liest, dann kann man sie auch eigentlich total verstehen. Obwohl, wenn man es genau nimmt, ist das Jiddische auch wieder in verschiedene Zweige aufgespalten und manches Jiddisch kann man ziemlich gut verstehen, anderes kann man sehr, sehr schlecht verstehen. Und es gibt, diese Sprache ist, so sagen manche, die Frage ist, ist es überhaupt eine Sprache, darüber wird diskutiert, es gibt Kongresse darüber, wird sie vielleicht aussterben, weil das Jiddische war hauptsächlich lebendig in Osteuropa. Wo eben eine jüdische Bevölkerung es gab bis zum Einfall der Deutschen, bis zum Holocaust und ja, die Menschen gibt es nicht mehr. Sie sind zum Teil, wenn sie überlebt haben, in alle Welt zerstreut. Und wo wird heute noch Jiddisch gesprochen? Sehr wenig. In Amerika, in New York, in Brooklyn, da gibt es noch, es soll circa 1 Million Menschen geben, die dort leben und die das täglich sprechen. Ansonsten aber ist es fragmentarisch und in Israel selbst wird das Jiddische nicht so hoch geschätzt, weil man ist der Meinung, es muss dort, die Menschen sollen Hebräisch sprechen, nicht unbedingt Jiddisch. Das ist wieder ein anderer Diskurs, eine andere Thematik. Ja, das ist der Grund, weshalb wir von diesem Film elektrisiert waren und haben ihn dann in unserem eigenen Festival gezeigt, den Regisseur auch kennengelernt. Und der Film ist aber nicht nur ein Stück jüdische Geschichte, eine Beschwörung von irgendetwas, von einem jüdischen Dasein, wofür das Wort Transit ein symbolischer Begriff ist. Das Leben im Transit als permanenter Zustand, das wird hier sozusagen beschwört.
durch die Erzählung von der Mutter des Regisseurs, die man aus dem Off sprechen hört, und zwar in Jiddisch. Und es ist Untertitel, ich hoffe, die Untertitel sind gut und lesbar. Also der Slingerbaum lebte in Brüssel und er formt eine Freundschaft mit anderen Filmemachern, die auch in Belgien, in Brüssel leben und arbeiten. Dazu gehört Chantal Ackermann, ich weiß nicht, wie weit bekannt ist, eine sehr wichtige Regisseurin, die leider auch nicht mehr lebt, und schließlich Boris Lehmann. Boris Lehmann, eine skurrile Figur, ein Filmemacher. Er spielt hier die Hauptrolle des Vaters, so kann man sagen. Also er ist hier in diesem Film präsent als Schauspieler. Boris Lehmann ist selbst ein Regisseur auch und hat wunderbare, zum Teil sehr, sehr komische Filme gemacht. Das humoristische Element ist auch da immer vorhanden. Und also diese drei, Chantal Ackermann, Boris Lehmann und Sami Slingerbaum, die formten so ein Trio. Und sie sind einerseits aufgrund ihrer persönlichen Geschichte und ihrer Familie besessen von dem Thema der jüdischen Identität, das hier ständig präsent ist, die Suche, die Beschwörung von dieser Thematik. Deswegen eben auch die Präsenz des Jiddischen als Sprache. Und zum anderen aber sind es Filmemacher, die in einer sehr modernen ästhetischen Konvention zu Hause sind, und sie machen Filme eigentlich in einem ganz und gar avantgardistischen Stil, so könnte man sagen. Für Chantal Ackermann gilt das allemal, und auch für Sami Slingerbaum ist das ein einziger langer Film, kann man sagen, dass die Art und Weise, wie dieser Film gemacht ist, das Minimalistische, das Stumme, vielfach das lange Stehenbleiben auf bestimmten Einstellungen, das Surrealistische, was fast in der Bildgestaltung auch präsent ist, das sind so Stilelemente, die diesen Film ganz herausheben aus allem anderen. Und es gibt kaum Filme, die irgendwie vergleichbar wären mit gerade diesem Werk. Und die Beschwörung der eigenen Geschichte ist der Kern des ganzen Films. Und es erinnert mich wieder an den letzten Film der Chantal Ackermann. Vor ihrem Tod hat sie das gedreht. Das ist auch ein Dialog mit ihrer Mutter. Es ist interessant, dass der Dialog mit der Mutter, der hier eben auch präsent ist in dem Film, weil der Filmemacher seine Mutter reden lässt. Sie erzählt aus dem Off ihre eigene Geschichte. Geschichte der jüdischen Familie, die aus Polen gekommen ist und dann mit einem ungewissen Ziel in Brüssel hängen geblieben ist, eben im Transit Brüssel. Ja, so ein paar Dinge zur Erklärung, warum wir diesen Film jetzt überhaupt mitgebracht haben. Man kann noch viel darüber erzählen, es ist eine sehr, sehr interessante, ein ganzes Bündel von möglichen Betrachtungsweisen, die man diesen Film sehen kann, was man empfinden kann bei ihm. Ich hoffe, er wird gefallen, und ich hoffe, die Kopie ist noch einigermaßen gut, weil es ist eine alte Kopie von 1980, die sich bei uns erhalten hat. Dieser Film ist in Schwarz-Weiß. Ja. Ich habe noch mal kurz nachgeguckt in eurem Vorwort der Broschüre zum Forum, und da stand drin, dass Gängigkeit kein Kriterium war für euch. Also auch der Film war natürlich kein gängiger Film. Und ich finde, er bringt so zusammen, wofür auch immer das internationale Forum des jungen Films stand und steht. Das ist so eine neue Filmsprache. Er greift die Geschichte auf, sozusagen, die hier auch nochmal durch das Jiddisch ausgedrückt wird. Erzählt auch neue Filmformate, es hat was von einem experimentellen Film, der vielleicht so ein bisschen auch in zwei Teile zerfällt. Am Anfang ist es sehr experimentell, es sind Bilder aus Brüssel, fast schon abstrakte Bilder, und danach ist es inszeniert mit Boris Lehmann und den Partnern, und ich fand es sehr interessant, und auch in dem Abspann funktioniert der Film immer noch und wirkt sehr gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht jetzt, 40 Jahre später, in dem Abstand. Wie guckt ihr auf den Film heute?
Naja, was meinst du, oder soll ich? Also, der Film hat ja einmal eine formal experimentelle Seite. Die Kameraarbeit ist höchst faszinierend. Am Anfang, wie gesagt, sehr abstrakt, aber dann auch wieder Bilder, die die psychische Situation einer Reise einfangen, wie es aussieht an einem Bahnhof, in einem Wartesaal und so weiter. Es geht ja immer zu um Wartesäle, um Fahren, um das Umziehen. Und dann hat der Film eine sozialkritische Dimension. Er beschreibt das Dasein, das schwierige Dasein dieser Immigranten, die von irgendwoher kommen und irgendwohin gehen und ständig im Zustand des Transit leben. Und aber eigentlich die ganze Zeit auch in dieser fiktiven, zum Teil nachgespielten Szenerie ist ein sehr starker kinematografischer Ausdruck, finde ich, in den Bildern und ganz besonders zum Schluss, ja, das Schlussbild von dem leeren, dieser leeren Wohnung, das ist ja ein ungeheures Bild, was sich einprägt, auch durch die Bildqualität. Das ist ja mit sehr empfindlichem Film gedreht und es krisselt so in dem ganzen Bild. Man sieht das Korn, also es ist so wie ein Traumbild eigentlich. Und dieses Träumerische hat der Film ja überall. Und er hat sehr interessante Übergänge oder so eine Grenzzone zwischen dokumentarischer Beobachtung und fiktiver Nachinszenierung. Die Szenen bei dem Bäcker, in der Bäckerei und so weiter. Das ist halb dokumentarisch, aber halb inszeniert. Das ist so ein Grenzbereich. Und der Film hat verschiedene Ebenen, aber irgendwie finde ich, dass die Ebenen doch auch wieder zusammenwachsen und einen gemeinsamen Schwerpunkt haben. Es gibt interessante Texte über diesen Film und der amerikanische Kritiker Tim Hobermann, der hat ein Buch geschrieben über das jiddische Kino und hat in diesem Buch auch über diesen Film geschrieben. Und hat geschrieben, Slingerbaums strenger Film besitzt die Schlichtheit eines Kieselsteins, den man auf ein jüdisches Grab legt. Ja, und das ist ja schön zusammengefasst, die Schlichtheit eines Kieselsteins. Das ist also das Formale an diesem Film, und auf ein jüdisches Grab legt. Ja, dieser Film ist eine Beschwörung eines solchen Zustands, einer solchen Dimension. Nee. Ja, für mich hat er heute eigentlich eine gewisse Gegenwärtigkeit, weil man denkt an die vielen Flüchtlinge, die jetzt unterwegs sind, und man sieht die schreckliche Verfassung, die Unsicherheit, die Ängste, und insofern hat der Film Leben plötzlich eine neue Dimension. Das ist mir eigentlich heute aufgefallen. Auch in dem Sprachmischmasch, denn in das Jiddische mischen sich ja sehr viele französische Vokabeln. Also diese Mutter benutzt ja bestimmte französische Ausdrücke. Also die Grenzkontrolleure heißen Douanier. Und so sind eine ganze Menge französische Ausdrücke reingeflossen. Und das ist wahrscheinlich charakteristisch für das Jiddische, eine Sprache, die sich auch entwickelt hat aus dem Amalgam zwischen verschiedenen Quellen, dem mittelalterlichen deutschen und hebräischen Einflüssen, russischen Einflüssen, und jetzt kommen plötzlich französische Einflüsse da wieder rein. Und so hat der Film eine französische Dimension, hat sogar eine belgische, eine flämische Dimension, denn der Polizist, der in der Verzweiflung, dass er mit den Leuten nicht kommunizieren kann, benutzt gelegentlich einige flämische Ausdrücke und sagt, inskriben, sagt er, inskriben, damit sie das vielleicht verstehen. Ja. Ja, die Frau in der Bäckerei ja auch, die versucht es auch. Ja. Sie sagt auch ein paar Mal, sogar auf Deutsch irgendwie, es klingt halbwegs deutsch, was sie da sagt, damit die das verstehen kann vielleicht. Ja. Ja, das ist wie so eine Unbehaustheit, auch so das letzte Bild. Und der Regisseur hat auch gesagt, sofern ich mich recht erinnere, dass er den Eindruck hätte, dass seine Eltern da immer noch campen. Also das war so,
dieses sich immer von einem Transit in den nächsten, beziehungsweise dass es nie aufgehoben ist, dieser Zustand. Ja, er beschreibt ein bestimmtes Stadtviertel in Brüssel offenbar, was um den Gare du Midi herum liegen soll und wo eben sehr viel Durchreisende, sehr viel Einwanderer zeitweilig eine jüdische Gemeinschaft da gelebt hat, die sich dann aber wieder zerstreut hat, wie man nachlesen kann. Das ist eben auf eine sehr schöne Weise beschrieben in diesem Film, also kinematografisch sehr eindrucksvoll. Die vielen Nachtaufnahmen, das Schwarz-Weiß überhaupt. Das Schwarz-Weiß, auch in dem Film, ist ja auch so wichtig, dass man in eine andere Dimension geht, man eine andere Perspektive auch einnimmt von dem Leben dort, wie das ist, halt im Transit zu leben, eben da zurechtzukommen, in sich zurechtzufinden mit dem, auch so wie sie den Kuchen, also zum Bäcker, oder auch das mit den Papieren, also so immer diese Unbehausung und immer dieses auf dem Weg sein, das kommt dadurch ja auch sehr viel raus. Wahrscheinlich sind das alles Erzählungen der Mutter, die sie erzählt hat, und er hat das aufgenommen, hat sie dann umgesetzt in einzelne Szenen, wie mit dem Kuchen, diesem gebackenen Brot, wie auch die Szene mit der Polizei und vor allen Dingen die Begegnung zwischen den zwei jüdischen älteren Herren, die sich aus Lodz kennen. Interessant, dass sie immer von Lodz spricht, denn die Polen sagen gar nicht Lodz, sondern Wutz. Das ist also auch wieder, warum sagen die Lodz? Also offenbar haben sie nicht zur polnischen Gemeinschaft gehört. Vielleicht sagt man im Jüdischen nun wieder anders. Ne? Ja, ich wollte aber auch das, also Sie haben es ja schon eröffnet mit dem, das Publikum kann gerne auch rein, falls Sie Fragen haben oder sich beteiligen möchten im Gespräch, können Sie jederzeit einsteigen. Eine große Abwesenheit in dem Film ist ja die Frage, was war vorher? Es wird ja kein Wort verloren über den Holocaust. Damals, als dieser Film gedreht wurde und als die Ereignisse selbst passierten, da gab es, glaube ich, den Ausdruck, der war noch nicht geläufig, Holocaust. Sie sprechen von dem Krieg, Sie meinen tatsächlich den Holocaust, und es ist allerdings, wenn man von heute aus betrachtet, stellt sich natürlich sofort diese Frage, ja, was war, wo kommen die eigentlich her, was haben die denn eigentlich durchgemacht, was war denn vorher? Und zur Zeit, als der Film gedreht wurde, 1979, ja, es ist vielleicht auch die Schwierigkeit, dass die Menschen, die das erlebt haben, darüber nicht sprechen wollen. Das hat man ja vielfach gehört und gelesen, dass es so eine Hemmschwelle gibt, über die erlittenen schrecklichen Verbrechen, was man erlitten hat, darüber wird nicht geredet. Und hier ist es eine große Abwesenheit. Dieses ganze Kapitel fehlt. Ich weiß nicht, also der Schnitt ja so von den Ausstattungsstücken, wenn man sich die Kinderwägen und sowas anguckt, sind das ja die 60er Jahre, glaube ich. Ja? Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gelesen hatte, dass die sozusagen unter den antisemitischen Wellen in Polen sozusagen später ausgereist sind. Also das spielt ja nicht in der Nachkriegszeit. Man weiß darüber gar nichts. Oder was der Film verrät darüber. Doch, der Film in den sagt, 60er Jahren. Der Film sagt, dass es 47 sein soll, als sein älterer Bruder, dieses Kind, 2 Jahre alt ist. Aber natürlich hat er die Sachen gedreht 78, 79. Und das sind die Kinderwägen von 78, 79. Hm. Aber sie sind schon nach dem Krieg. Und das gab ja eine Welle, die überlebt hatten, die dann eben zum Teil ja in deutschen Lagern für Displaced Persons, aber zum Teil eben auch versuchten, aus Europa fortzukommen. Und dies war ja auch ursprünglich nur ein Transit, um nach Südamerika zu kommen. Und das ist schon genau situiert. Und das Ghetto von Lodz war eines der schlimmsten, aber es sind ein paar Leute weggekommen, und das Lodz war ja eine große Industriestadt. Ich nehme an, dass es da möglich war, sich irgendwo zu verstecken. Also ich kannte eine Frau, die auch aus dem Ghetto Lodz rausgekommen ist und sich dann verstecken konnte in irgendwelchen Hinterzimmern von Leuten, die sie aufnahmen.
Meine Mutter war Straßenmannschaftnerin. Meine Mutter war als Straßenmannschaftnerin. In Lodz. In Lodz. Lodz oder Lodz? Ja, als Studentin, abkommandiert in Lodz. Ja. Ach ja. Es gibt Mutmaßungen über diese Fragen. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgelesen, einige Äußerungen von Leuten, die den Film gesehen haben und die sich eben diese Fragen auch stellten. Und da gibt es welche, die vermuten, diese Familie hätte sich bereits vor Einmarsch der Nazis oder kurz danach gerettet in die Sowjetunion, hätte da überlebt. Das ist eine reine Spekulation natürlich. Es kann auch sein, dass sie in Lodz irgendwie überlebt haben. Es ist eine Frage, die sich in der Tat stellt, auf die gibt es keine Antwort, leider. Also der Film wirkt dadurch, also er hat eine bestimmte Form, eine ästhetische, aber er wirkt auch durch das Thema oder auch dieses Unterwegssein oder auf der Flucht sein oder irgendwo versuchen anzukommen. Auch sehr aktuell, also sehr präsent. Ich finde ja auch die Sprache sehr interessant, also man versteht doch eigentlich ziemlich viel und das ist auch interessant, diese Lieder, es gibt ja sehr viele jiddische Lieder und dass das so ineinander übergeht, finde ich, es gibt dem ganzen Film nochmal eine neue Dimension. Wir haben uns ja auch vorher darüber behalten, über das Jüdische und hast es auch sehr schön erzählt, was die ganzen Elemente, die es in der Sprache, die es ja eigentlich kaum ergibt oder kaum zu hören gibt, die da auch in dem Film halt offenbar werden oder so, oder den Reichtum dieser Sprache zu hören. Ja, sie hat einen unglaublichen Reichtum, ist für uns schwer zugänglich, weil was geschrieben wird in Jiddisch, wird fast immer geschrieben in hebräischen Buchstaben und die sind für uns, wenn wir kein Hebräisch können, nicht zugänglich. Das ist eigentlich sehr schade, weil diese Sprache hat einen Reichtum. Wir haben einmal einen Film entdeckt, den wir auch gezeigt haben, der über dieses Thema handelt, über die jiddische Sprache selbst. Der Film heißt Soll sein und ist gemacht, ist auch vielleicht schon wie lange her, 20 Jahre, von Henrik Broder und einem holländischen oder belgischen Regisseur. Die haben sich zusammengetan, sind nach Israel gegangen und haben dort geforscht nach Menschen, die noch in der jiddischen Sprache leben. Und haben viele interessante Begegnungen gehabt, darunter mit einem Dichter namens Papiernikow, der dieses Gedicht geschrieben hat, Soll sein, ein sehr schönes Gedicht, kann ich leider jetzt nicht mehr auswendig. Hier vorne ist es drin. Ja, ich habe es reingetan als... Ja, das ist auf Jiddisch in lateinischen Buchstaben, wir können es lesen. das kann ich nur wieder nicht richtig aussprechen. Soll sein, als ich beu in der Luft meine Schlösser. Soll sein, als mein Gott ist im Ganzen nicht da. Im Träum ist mir heller, im Träum ist mir besser. In Hollem der Himmel noch bläuer von bläu. Das heißt wohl noch blauer als blau. Soll sein, als ich werd keinmal zum Ziel nicht derlangen. Soll sein, als mein Schiff wird nicht kommen zum Breck. Mir geht nicht in dem, ich soll haben der Gangen. Mir geht nur der Gang auf a sonnigen Weg. Josef Papiernikow, 1924. Aus Henrik Broder, Franz van der Meulen, Soll sein, jiddische Kultur im jüdischen Staat, Materialien zu einem Film. Da gibt es auch was Gedrucktes, aber den Film gibt es auch so ungefähr eine Stunde lang. Länger. Produktion vom WDR. Haben wir das nicht übersetzt? Nein. Ich dachte, wir hätten das auch übersetzt. Übersetzen? Naja, man muss es nicht übersetzen, man kann es weitgehend verstehen. Ja, aber Sie sprachen ja vorhin über die verschiedenen Einflüsse der anderen Sprachen im Jiddischen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, Sie hatten Polnisch nicht erwähnt. Ich glaube, es gibt polnische Einflüsse. Ja, ja, ja. Und dieses soll sein, das könnte auch sein, das może być. Ja, das ist sozusagen eine wörtliche Übersetzung aus dem Polnischen. Ja. Może być kann sein.
kann sein, Russisch auch. Ja, im Deutschen allerdings, natürlich kann man das auch sagen, soll sein, sicher, ja. Aber es ist ungewöhnlicher. Aber es ist, ja, die Syntax ist vielleicht wiederum orientiert an slawischen Einflüssen. Ja. Aber es ist, es war für uns ein Erlebnis. Wir wussten, dass es das gibt, jedes haben aber nie gehört. Und plötzlich sehen wir solche Filme wie diesen hier, noch gibt noch einige andere. Und man erkennt plötzlich mit Hilfe der Untertitel, dass das ja eine Sprache ist, die hat Wurzeln, das sind ähnliche Wurzeln wie unsere eigene. Ja, Benunzen kam drin vor, habe ich gehört, für Geld. Ja. Und die ganze Familie, wie hieß es noch hier in dem Film? Mischpoke. Die ganze Mischpoke. Ja, da ist ein bekannter Ausdruck. Ein schöner Ausdruck. Der ist so heute noch lebendig, ja, hier und da. Ja. Ich kann auch manchmal Jiddisch verstehen. Ich war mal in Israel und wir waren und eine amerikanische Freundin, die jüdisch war, wollte in das Mea Shearim, dieses jüdische Viertel gehen. Und da sie nicht allein gehen wollte, habe ich gedacht, na gut, ich gehe mit. Und sind wir da durchgegangen und irgendwann hat sie gesagt, sie möchte in eine Synagoge gehen. Ich dachte, naja gut, gehen wir in eine Synagoge. Und dann hat sie die Leute auf der Straße gefragt, natürlich auf Englisch, ob sie, wo eine Synagoge ist. Die Leute haben alle den Kopf geschüttelt, haben nichts verstanden. Schließlich habe ich gesagt... So wie hier, die in Belgien, die auch. Ja, habe ich gesagt, soll ich mal fragen. Und ich hatte ja schon einige jiddische Filme gesehen und sie sagte, also wenn du denkst, du kannst nicht. Und dann habe ich die nächsten beiden alten Frauen gefragt, wo ist die Schule? Denn im Jiddischen heißt Synagoge Schul. Und sie guckten mich an und sagten, seht ihr Jiden? Und ich dachte, meine Freundin ist es sowieso und im Herzen sind wir sowieso alle gleich. Und ich habe ja gesagt. Und dann hat sie gesagt, zweite Straße links, rechts rüber, habe ich alles verstanden und wir sind dahin gekommen. Ja. Also es ist möglich. Ja, in den orthodoxen Gemeinden, da wird das Jiddisch in der Tat noch gesprochen. Ja. Die wehren sich also gegen die Einbeziehung ins Hebräische und das ist ganz interessant. Ansonsten gibt es also in New York gibt es wohl einige Bezirke und es gibt sogar bestimmte Gruppen, die sich darum bemühen, die Sprache am Leben zu erhalten. Die Kurse absolvieren. Es gibt sogar an einigen Universitäten, selbst im deutschen Sprachbereich, an einigen Universitäten gibt es Lehrstühle für Jiddisch. Also da gibt es Menschen, die sich darum kümmern und dafür interessieren. Auch wieder Studenten, die jiddischsprachiges Theater spielen. Ja, ich glaube in Frankfurt sogar, ich bin mir aber nicht sicher. Also, es gibt einige wenige jiddische Studententheater. Es ist ja auch Althochdeutsch. Also der Anfang von dem armen Heinrich von Hartmann von Aue, der geht, glaube ich, in Ritter so gelehrt was, dass er an den Burchen las. Daraus hat man immer geschlossen, dass die Ritter im Allgemeinen nicht lesen konnten, wenn es hervorgehoben wird. Aber das ist Althochdeutsch und ich finde, wenn man mal Althochdeutsch gelernt hat, geht es etwas leichter, das zu verstehen. Und im Übrigen gab es ja in den 30er Jahren eine Welle von jiddischen Filmen, die entweder in Polen gedreht wurden oder aber im Umkreis von New York. Und das sind hochinteressante Filme, zum Teil Melodramen, zum Teil Musicals und zum Teil auch wahnsinnig komische Lustspiele. Wenn sich jetzt Studenten bemühen, jiddisches Theater aufzuführen, dann ist das ja natürlich höchst lobenswert, aber irgendwie auch natürlich irgendwo äußerst artifiziell. Es ist interessant, die Sprache nochmal zu beleben auf irgendeine Art und Weise, aber ein richtiges Leben kann die Sprache, glaube ich, in unseren Kulturkreisen kaum entfalten. Das ist leider eine Tatsache. Allenfalls, wo es solche Gemeinschaften noch gibt, in New York vielleicht. Oder im orthodoxen Viertel von Jerusalem. Also da
ist ja auch das Buch von der Filmreihe, die im Arsenal gelaufen ist, 1992, jüdisches Lebenswelten im Film. Und da wird ja nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, auf diese Reihe, die halt gerade für Leute, die nach Amerika emigriert waren, gedreht worden ist in den 30er Jahren, wenn man das mal überlegt, so 33 bis 37, 38 wurden da ganze Filme gedreht, wie jede mit dem Fiddle oder Frivola del Marmen, die wir auch gezeigt haben und so weiter und so fort. Und da kann man das nochmal auch, da wird das ja nochmal hochgehalten oder da ist es irgendwie auch nicht dokumentiert, manchmal ein bisschen, aber es sind wunderbare Filme, in denen man die Sprache dann nochmal in ihrem Ursprung. In diesen Jahren hatte die Sprache und überhaupt die jüdische Kultur ein gewisses Leben, danach nicht mehr. Und diese Filme wurden eben gedreht, teilweise in den USA, teilweise aber auch in Polen, oder es waren amerikanische Regisseure, die nach Polen, jüdische, die Sprache beherrschten, die dann nach Polen gingen, um dort Filme zu drehen. Die haben auch Dokumentarfilme gedreht. Diese untergehende Welt des Städtels, die damals es noch gab, 37, 38, und die es nicht mehr gibt. Wenn man diese Filme heute sieht, ist es unglaublich rührend und schmerzhaft auch, weil eben diese ganze Welt verschwunden ist und selbst auch die Sprache, in der darüber philosophiert wird, die Kommentarsprache, die beschreibt, wie schön das alles ist, was für eine hohe Kultur es gab, dass also Vilna, heute Vilnius, war also ein Zentrum des Judentums in der ganzen Welt. Wie das alles beschrieben wird mit einer solchen Freude und einem solchen Stolz und alles das ist verschwunden, es ist, und wir sind involviert in den Untergang dieser ganzen Kultur und das kann man nicht abschütteln, aber deswegen hört man trotzdem mit einer unglaublichen Faszination auf diese Sprache, jedenfalls muss ich das so sagen. Es gibt ja auch ein Buch mit Fotografien. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Roman Wischniak, Versunkene Welten. Das ist, glaube ich, vor 30 Jahren, 40 Jahren bei Hansa erschienen. Und der war auch in diesen Jahren in Osteuropa unterwegs. Und es war ja ein Verbot, sich fotografieren zu lassen. Und er hatte einen alten Mantel und hat das Knopfloch ausgerissen und dadurch fotografiert. Und es sind die wunderbarsten Porträts von Erwachsenen, aber auch von Kindern, und das sind auch Dokumente heute. Aber wenn Ihre Mutter in Lodz war während des Krieges, hat sie darüber mal erzählt? Ja. Und was, also meine Mutter, ja, die war Straßenbahnschaffnerin, die war Studentin in der Zeit, und sie hat gesagt, also sehr trockener Kommentar, die Straßenbahn fuhr durchs Ghetto und sie musste an der Station vorm Ghetto musste sie die Verdunkelungsvorhänge runter machen, die Straßenbahn abschließen. Dann ist die Straßenbahn durchs Ghetto gefahren und nach dem Ghetto eine Station danach wieder aufmachen, Türen wieder aufmachen. Und dann hat meine Mutter das so kommentiert und dann haben die Leute gesagt, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gewusst. Ja, also meine Mutter war da sehr ehrlich. Und gab es Fahrgäste, die diese Fahrt mitgemacht haben? Ja, sicher. Durch das Ghetto? Ja, aber man hat halt die Verdunkelung, damit Verdunkelung. Man nicht rausguckt natürlich. Und die Türen abgeschlossen, hat meine Mutter gesagt, nicht, dass keiner aussteigt. Nein, damit keiner einkommt. Ja. Oder nicht versucht einzusteigen. So richtig. Meine Mutter war bis 1944, also die hat noch die sowjetischen Panzer gehört. Naja. Ja. Es gab in vielen Städten so etwas. Deine Tante hat auch erzählt, das war in einem anderen Ort, da war auch die Straßenbahn fuhr. Es war ja mitten in der Stadt durch das Ghetto und die Türen wurden abgeschlossen und die Straßenbahn fuhr da durch. War es nicht sogar im Warschauer Ghetto auch? Warschau auch, ja. Dieses war, glaube ich, in einem Ort namens Dubno oder so, ich habe es aber vergessen. Ja. Aber ich wollte eigentlich vorhin noch mal darauf hinweisen, weil Sie auf den Wischniak hinweisen, kann man auch auf die Bella Chagall, die hat ja auch über das Städtel geschrieben, und zwar in Jiddisch. Das ist dann übersetzt worden. Also die muss sehr schwermütig gewesen sein. Bella Chagall. Bella Chagall, ja. Und Chagall hat dann zu ihr gesagt, sie soll doch aufschreiben.
Und sie hat sehr schön über ihre Jugend im Städtel geschrieben. Aha. Ja, das ist wunderbar zu lesen. Schmale Bändchen, ja. Ah ja, danke. Mhm. Ja, es gibt ja allerhand Literatur, Singer, nicht? Ja, oder Itzhak Manga, aber das, dieses wusste ich nicht. Ja, ganz, ganz schön zu lesen. Dankeschön. Mhm. Vielleicht wollt ihr nochmal über euren Antrieb erzählen, sozusagen. Das war jetzt auf eine Weise ja auch eine Oral History und ihr habt ja, ihr seid Brückenbauer gewesen, schon immer im Forum sozusagen von West nach Ost in Berlin sitzend, damals West-Berlin. Ihr habt aber auch sozusagen immer in die Vergangenheit geguckt und die Generation, die den Krieg mit verantwortet hat. Und danach vor den 1860er Jahren eine Generation des Schweigens war. Wie hat das angefangen bei euch sozusagen? Wo habt ihr gegraben und wie seid ihr dann auf die Filme gekommen? Der steht ja auch so, obwohl man jetzt nicht, obwohl das ein weißer Fleck ist sozusagen, das bevor jetzt die Zeit davor erinnert sozusagen dieses Kinderlied als solches, habe ich das zumindest identifiziert, dieses Nina Nana am Anfang, ja doch auch diese verlorene Welt, ne, die im Jiddisch in der Sprache dann ja auch zum Ausdruck kommt, die verschwunden ist, aber ihr habt immer diese Filme, ich glaube, in jedem Forum im Programm gehabt, die sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt haben, mit ja, sozusagen... Natürlich, das war, haben wir als unsere größte Aufgabe empfunden. Und es, wie kommt es dazu? Es ist wahrscheinlich so, dass wir, als wir noch Kinder waren, also den ausgehenden Nationalsozialismus miterlebt haben, aber natürlich erst später verstanden haben, was das eigentlich bedeutete. Und unsere Sozialisation fiel damit zusammen mit dem graduellen Aufdecken der narzisstischen Verbrechen. Und das waren unsere entscheidenden Bildungserlebnisse, dass wir das erfahren haben, dass wir bestimmte Bücher gelesen haben, wie was noch Eugen Kohn, der SS-Staat, das war eines der frühesten Bücher, was man lesen konnte. Und das sind natürlich Dinge, die uns nicht losgelassen haben, bis heute nicht losgelassen. Also man muss natürlich dazu immer graben. Es ist ja so, dass man, also wir leben in Berlin und da braucht man eigentlich nur in den Boden zu graben oder sich zu fragen, was war hier einmal, dann entdeckt man unendliche Abgründe, die scheinbar zugedeckt sind, aber tatsächlich sind sie im Bewusstsein irgendwo noch lebendig und man kann nicht anders als da ständig nachzuforschen und sich nochmal vor Augen zu führen, was eigentlich passiert ist. Ja, das ist einfach bei uns so. Deswegen haben wir nach solchen Filmen geguckt, wenn es sie gab. Und wir haben auch den Film Shoah von Claude Lanzmann gezeigt. Das musste sein. Das fiel uns nun zu, dass wir diesen Film uraufgeführt haben für Deutschland. Und der Lanzmann war hochgradig nervös, dass wir diesen Film jetzt in Deutschland zeigen und zum ersten Mal. Wie wird das sein? Wie werden die Leute reagieren? Und wir waren auch nervös. Alle waren nervös, als wir diesen Film zeigten. Und ja, wir konnten diesen Film zeigen. Wir haben den Lanzmann angesprochen und der war ein bisschen misstrauisch. Ja, was sind denn das für Leute, die hier kommen und sich für meinen Film interessieren? Aber dann zum Glück kannten wir einige Franzosen, die sagten, ja, die sind vertrauenswürdig. Also das sind seriöse Menschen, du kannst mit denen was machen und kannst denen vertrauen. So konnten wir diesen Film zeigen und das war natürlich ein großes Ereignis, diesen Film zu zeigen. Und man muss immer wieder an diesen Film denken und muss ihn gelegentlich auch nochmal angucken. Ja, und unser Interesse, unsere Beschäftigung. Wir haben uns deswegen auch für Osteuropa speziell interessiert, auch für Russland, Sowjetunion, einfach um nachzuforschen, was ist da passiert, wie ist es zugegangen und vor allen Dingen auch, dass wir dahin fahren und dass die Leute mal andere Deutsche kennenlernen, sozusagen jüngere Generation, da gibt es auch noch andere Menschen. Dieses andere Bild wollten wir auch ein bisschen in diese Region hineinbringen. Deswegen sind wir in die Sowjetunion gefahren, haben uns sämtliche Filme angeguckt, aber natürlich auch in Polen, Ungarn, baltische Länder, was es da zu sehen gab, unter den Bedingungen der kommunistischen Diktatur. Natürlich war nicht immer einfach. Aber unser Interesse, unser ständiges Nachforschen, das war da
ist bis heute da und nun inzwischen sind Kommunikationswege ja leichter geworden. Also wenn irgendwo ein Film entsteht, dann liegt er morgen schon auf dem Tisch oder man kriegt zumindest die Internetadresse dafür. Ja, ich finde, man kann das gar nicht hoch genug würdigen und schätzen. Und damals, als ihr angefangen habt, waren es ja auch noch andere Zeiten sozusagen. Da wurde man schnell abgestempelt und galt als, was weiß ich, Maoist oder dieser Kommunist. Oder jener Kommunist. Also genau, ihr wart vielleicht als Kommunisten verschrieben, ich weiß nicht. Aber es war eine schablonenhafte Welt, sagen wir mal. Ja, es war der Kalte Krieg eben. Und wir waren in West-Berlin und es war... Also ein großes Misstrauen natürlich den Studenten, und wir haben ja angefangen als Studenten, den Studenten gegenüber, gerade in West-Berlin auch. Und natürlich waren wir Kommunisten, aber wir fanden, also es hat, man denkt ja immer in anderen Kategorien, aber Polen ist 80 Kilometer entfernt von Berlin. Es war also sehr nahe und wir haben gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir davon nichts wissen. Und als wir Studenten waren an der FU, als wir uns kennengelernt haben, fuhr Ulrich schon nach Cannes als ganz junger Student mit der Vespa und kam zurück und sagte, er hat polnische Filme gesehen, die waren ganz großartig und ganz besonders und auch über den Zweiten Weltkrieg und wenn du sie doch sehen könntest. Und unser Publikum, denn wir machten schon einen Filmclub an der Freien Universität und ich habe gesagt, ja, warum sollen wir die nicht zeigen? Und da gab es in West-Berlin, war ja vier, also an sich war ganz Berlin vier Mächtestadt, aber die Sowjets hatten Ost-Berlin rausgenommen, gegen alle Regeln, und die Hauptstadt der DDR ist es geworden. Aber die drei Westsektoren waren immer noch unter alliierter Hoheit. Also der regierende Bürgermeister konnte ja sagen, was er wollte, aber das Sagen hatten die drei Stadtkommandanten der Frankreich, England und Amerika. Und die haben sich auch so gefühlt. Irgendwann lief ein amerikanischer Film, Wege zum Ruhm oder des Ruhms, ich weiß schon nicht mehr von wem, der sich kritisch mit Frankreich und der französischen Armee im Ersten Weltkrieg beschäftigte. Der wurde für den französischen... Stanley Kubricks Wege zum Ruhm. Ah, ja, der wurde für den französischen Sektor verboten, stellen Sie sich das mal vor. Also das war, als er rauskam. Und es gab daher also keine Botschaften, aber es gab Militärmissionen. Also die Amerikaner hatten zum Beispiel in Potsdam eine Militärmission und waren die einzigen, die über die Glienicker Brücke nach Potsdam durften mit Militärfahrzeugen. Und die Länder des Ostblocks hatten Militärmissionen in West-Berlin. Und die Polen hatten auch eine Militärmission in West-Berlin, und zwar gar nicht weit weg von der FU, natürlich in Dahlem, in der Lassenstraße. Und ich wusste das, weil da draußen ein Schild war, man kam da vorbei. Und ich habe gesagt, gehen wir doch einfach mal zur Lassenstraße, zur Militärmission, und fragen die, ob sie uns nicht helfen können. Und dann sind wir da mit der Vespa hingefahren, morgens um 9 haben wir geklingelt. Und auch der arme polnische Mensch, der war völlig verblüfft und bat uns rein, wir mussten im Flur warten, und er sagte, wo kommen Sie her? Ja, Studenten der Freien Universität, und Sie wollen polnische Filme zeigen. Ja, das wollen wir. Und dann mussten wir warten, und irgendwann kam ein Attaché, und wir kamen in ein Zimmer geführt, und wir kriegten erstmal einen Wodka. Und damals trank man keinen Alkohol als junger Mensch, ja, und schon gar nicht einen Wodka mit aus einer Flasche mit einem Strohhalm. Und wir waren also... Wir haben das runtergewürgt und haben aber dann gesagt, was wir wollen, nämlich polnische Filme zeigen. Und der war völlig verblüfft, und Ulrich hatte ja gesehen, das war Asche und Diamant, das war der Kanal, das war der Mann auf den Schienen. Ein wunderbarer Film von einem Regisseur, Andrzej Munk, der leider früh gestorben ist. Und der Mann sagte, ja, da muss ich Warschau fragen. Und dann kommen sie in einer Woche wieder. Und es war also ganz einfach, wir kamen nach einer Woche wieder, bekamen wir einen Wodka und die Nachricht, dass wir die Filme kriegen können, die wir wollen. Und wir konnten sie mit der Vespa von der Lassenstraße abholen und in die FU bringen und unserem Publikum zeigen. Und das war der Anfang von jährlichen polnischen Filmwochen. Daher gibt es in West-Berlin, gab es eine Gemeinde von Leuten, die immer kamen, wenn wir polnische Filme zeigten. Und wir hatten einen polnischen Freund, einen Filmkritiker in Warschau, Bolesław Michalek,
er sagte irgendwann zu mir, das ist ein ganz schlechtes Jahr, ihr macht doch keine polnische Filmwoche. Ich sagte, doch, wir machen eine polnische Filmwoche. Er sagte, ich glaube, in West-Berlin laufen mehr polnische Filme als in Warschau. Und das Publikum hinterher am letzten Abend dachte zu mir, ja, Frau Gregor, nächstes Jahr wird es wieder besser sein. Also wir hatten eine Gemeinde, die immer kam, um diese Filme zu sehen. Und ich finde, es ist ganz einfach. Es ist alles, wie meine Großmutter sagte, nur ein Beigehen. Man muss das wollen. Es war mit der Sowjetunion war es etwas komplizierter, denn die hatten keine Militärmission in West-Berlin, sondern man musste zur Botschaft gehen in Ost-Berlin. Und die waren noch viel misstrauischer, aber wir haben schließlich doch den einen Film bekommen, den wir wollten. Und auch, musstet ihr auch Wodka trinken? Nein, nichts. Die haben ja nichts angeboten. Und die haben uns erst eine Dreiviertelstunde warten lassen in einem Zimmer mit vergittertem Fenster. Und vermutlich haben sie dazugehört, wie wir miteinander reden. Aber ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist unerhört, dass sie uns hier warten lassen. Und dann kam nicht etwa der Kulturattaché, nachdem wir gefragt hatten, sondern es kam der Attaché für Jugend. Aber der war sehr nett. Das war der erste Georgier, den wir kennengelernt haben. Der hat zwar seinen Namen russifiziert, ich weiß auch, er hieß Schadwerow, aber haben uns angefreundet. Und ging mit uns in irgendeinen furchtbaren Film in Ost-Berlin, sowjetischen Film, und wir haben ihn mitgenommen zu einem Louis Armstrong-Konzert in West-Berlin. Auf beiden Seiten war jedes Mal befremden, aber wir sind gut zusammengekommen. Ich wollte noch sagen, dass es ja auch heute immer noch so bestimmte Kapitel gibt, bestimmte Bereiche, über die man nichts weiß und wo man plötzlich ein Tuch wegziehen kann und einen Bereich sichtbar machen. Denn wir haben vor kurzem einen Film aus Rumänien gesehen. Ich habe den Titel jetzt nicht mehr ganz parat, ein langer Kompliment. Wir sind keine Barbaren. So ist dieser Film. Ja. Es ist egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen. Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen. Ja. Ja, und da geht es darum, dass eine Fernsehjournalistin die rumänische Kollaboration mit dem Naziregime und die Judenverfolgung und Judenvernichtung dokumentieren will. Ein Kapitel, das man in Rumänien offenbar weitgehend verschwiegen hat. Und sie bereitet vor eine große Inszenierung, wo sie nochmal als rekonstruierte theatralische Parade diese Vorgänge ins Gedächtnis rufen möchte, und sie wird konterkariert von einem Fernsehredakteur, der ihr immer zuredet, sie soll das doch aufgeben, das hält doch gar keinen Zweck, wer will das denn nun alles noch wissen, und die Leute sind sowieso nicht interessiert und man wird auch damit gar nichts bewirken, und er redet also immerzu auf sie ein, sie soll das bleiben lassen, ihr Vorhaben, sie macht es aber trotzdem, und diese Dramatik hält den ganzen Film hindurch aufrecht, und sie inszeniert also dann schließlich doch ihr Schauspiel. Das Pogrom von Odessa. Ein Judenpogrom, in Odessa unter rumänischer Schirmherrschaft stattgefunden hat. Die Rumänen haben es gemacht. Naja, sie haben es gemacht, ja. Gut, also das ist so ein Kapitel, über das man, also wir eigentlich kaum was wussten, und das ist hochinteressant. Atemberaubend, wenn man das jetzt erfährt. Und gleichzeitig dieser Diskurs, dass da Bürokraten sind, die sagen, lassen Sie die Finger davon, das bringt Ihnen bloß Ärger und bewirkt gar nichts, dass so etwas gesagt wird. Ja, ja, es ist ja interessant. Ich meine, der Antisemitismus ist wirklich eine Ursünde Europas. Denn wir sind es gewesen, die es gemacht haben. Aber es gab in vielen Staaten Leute, da musste man nur sagen, macht mal. Und sie machten. Ich habe einen ungarischen Freund, der bitter sagt, für Ungarn brauchten die Deutschen nur 6 Leute, Eichmann und ein paar Unteroffiziere. Aber es gibt eine großartige Ausnahme, und das ist Bulgarien. Bulgarien hat Juden nicht ausgeliefert. Und zwar war das eine Bewegung, einige Minister in der Regierung sagten, als der Befehl kam, die Juden sollten abtransportiert werden, das machen wir. Andere haben gesagt, das machen wir nicht. Ein Großteil der geistlichen Würdenträger, inklusive Bischöfe, haben gesagt, das geht nicht. In einigen Städten ist das so weit gewesen, dass man gesagt hat, also morgen früh um 8
versammeln sich die Juden auf dem und dem Platz. Und der Bischof ist mit auf den Platz gegangen in seinem schönsten Kleide und hat sich damit hingestellt. Und abends um 6 hieß es, sie können alle wieder nach Hause gehen. Darüber gibt es übrigens auch einen Film, den wir im Forum gezeigt haben. Also es gibt diese Ausnahme Bulgarien. Und man fragt sich, wieso? Und Dänemark. Ja, Dänemark hat alles nach Schweden gebracht. Aber das war ein Bremer Kaufmann, der da an der deutschen Botschaft war und seinen dänischen Freunden gesagt hat, übermorgen soll es passieren. Und sie hatten Zeit genug, in 2 Nächten alles über den Sund. Aber das war auch die Bevölkerung, denn die haben in kleinen Booten die Leute rübergebracht, ein paar Tausend. Und ich kann nur sagen, dass im Allgemeinen bestenfalls, schlimmstenfalls die Leute weggeguckt haben. Und man hat ja nichts gewusst. Ich meine, jeder Erwachsene in Deutschland wusste, was passiert. Also ich wusste es mit 8 Jahren, denn die Juden wurden abtransportiert. Und selbst in unserer kleinen Stadt, 3000 Einwohner, ja, wenn die zum Arbeiten weggeschickt wird, wieso wird denn die Wohnung aufgelöst? Wieso kommt denn jemand vom Finanzamt und verkauft jede Tasse, jedes Betttuch, jedes Tischtuch für lächerliche 50 Pfennig? Das heißt doch, sie kommen nicht wieder. Ja? Und nach dem Krieg waren alle Leute bass erstaunt. Und das waren auch so Geschichten, dass wir hatten einen Uhrmacher und der wohnte natürlich an der langen Straße, die damals natürlich Straße der SA hieß. Und daneben war ein kleiner Gang, der ging zu einer anderen Straße und der hieß immer Blochs Gang, weil die Blochs schon ganz lange wohnten. Und irgendwie habe ich das aufgeschnappt und nach dem Kriege sagte ich, also ich nehme das Fahrrad und fahre durch Blochs Gang. Und völlig irritiert sagten die Leute, das ist nicht Blochs Gang, das ist der Postweg. Und es wurde eben alles, auch nach dem Krieg, niemand wusste, wer es war. Weiß doch, wir hatten 2 große Straßen, die Straße der SA, vorher Lange Straße, hinterher Lange Straße und die Querstraße, die Lindenstraße, die hieß aber Adolf-Hitler-Straße. Und wir wohnten in dieser Lindenstraße, aber 3 Häuser weiter und da hieß sie schon Barenburger Straße nach dem nächsten Dorf. Und ich habe irgendwann gesagt, ich bin immer froh gewesen, dass ich nicht in der Adolf-Hitler-Straße geboren wurde. Und die Leute sagten, wieso? Wir hatten keine Adolf-Hitler-Straße. 10 Jahre nach dem Krieg wusste es in Deutschland schon niemand mehr. Nein, da möchte ich Ihnen widersprechen. Bitte? Da möchte ich Ihnen im Namen meines Großvaters widersprechen. Mein Großvater war in Danzig und mein Großvater hat gesagt, wer wollte, hat alles wissen können. Ja, natürlich, wer wollte. Wer wollte, das sage ich ja auch. Wer wollte, konnte. Ja. Ja. Jetzt sprechen wir gar nicht mehr über Film. Ja, genau. Wir sprechen über Zeitgeschichte. Das ist aber natürlich das Thema, ist es das brennende Thema bis heute. Das ist ganz klar. Nee, das ist, also man kann das ja auch hier nachverfolgen. Zum Beispiel in Nürnberg gab es ja, einen Aufsatzplatz, da gab es jahrzehntelang ein Kaufhaus Hertie, aber das hieß immer im Volksmund immer noch Schocken. Also wie die jüdischen Besitzer vorher hier schon, Schocken, ja. Also da hat jeder gesagt, ich gehe in Schocken und nicht in Hertie oder so. Also wer es wissen konnte, das war jetzt immer. Aber jetzt nutzen wir die paar Minuten, die wir noch haben. Weil wir zu Schocken möchte ich rasch noch was sagen. Schocken war diese, wenn man sich anguckt, wie schön die Schocken-Kaufhäuser waren und anguckt, welche Schocken jetzt in Aldi sind, denn die haben auch zum Teil großartige Architekten gehabt und Schocken war eine große Familie. Und die Anfänge der Taschenbücher sind die Schockenbücher. Nach 1933 durften Juden nicht mehr in normalen Verlagen publizieren, aber sie durften in ihrem eigenen Verlag, und das war Schocken. Und es gibt, manchmal tauchen die im Antiquariat noch auf, da muss man gucken, Schockenbücher. Da haben sie versucht, von Buber bis Maimonides, jüdische Gelehrsamkeit, jüdische Dichter in kleinen, wunderhübschen Taschenbüchern herauszubringen. Die sehen aus wie Inselbändchen. Ja, die sind wie Inselbändchen und ich glaube, das gab es bis 1937. Ja.
Ja, jetzt haben wir noch ein paar Minuten dann Gelegenheit für das, was uns morgen und übermorgen noch erwartet. Also der ist ein vollkommen anderer Film, der uns morgen und auch am Sonntag so zum Abschluss. Was habt ihr aus dem wunderbaren Archiv, was ihr habt und was ich ganz toll finde, weil die anderen Kinemathek und Archive in Deutschland sind nicht so freigebig wie ihr mit eurem Archiv. Immer wart euch, weil dass die Filme gezeigt werden in den Kinos, auch immer wichtiger als die Restaurierung oder dass die nur im Archiv verschwinden, sondern das Zeigen war euch wichtig. Und welche Filme erwarten uns morgen und übermorgen? Ja, wir sind ja immer für das Zeigen und wir sind da auch früher sehr großzügig gewesen und haben nicht lange nachgeforscht. Die Filme, die wir hatten, die haben wir auch gezeigt. Heute ist es, glaube ich, schwieriger geworden. Nicht? Und so zum Beispiel diesen Film, ja, die Firma Paradise Film, die gibt es, glaube ich, immer noch. Die Marilyn Bachelet, die hier die Produzentin war, die gibt es, glaube ich, auch noch. Wir haben aber keinen Kontakt mehr mit ihr. Und ja, morgen sind völlig andere Filme. Es sind morgen eigentlich Komödien oder Satiren, höchst erheiternde Filme mit zwei Stars der komischen Szene des amerikanischen Kinos, Mae West und W.C. Fields. Und das sind wunderbare Filme, höchst erheiternd und auch von einem ein bisschen anarchistischen Geist erfüllt. Sowohl Mae West war eine Skandalfigur, aber sie ist heute zu einer Ikone der feministischen Bewegung geworden, aber sie war eine Skandalfigur. Und für W.C. Fields kann man etwas Ähnliches sagen, weil er auch allen amerikanischen Werten also ins Gesicht geschlagen hat und hat sie auf gröbste Art und Weise lächerlich gemacht und das seine Filme leben davon. Wer Kinder und Hunde liebt, kann kein guter Mensch sein. Das ist W.C. Fields. Ja gut, da fällt es einem etwas schwer, da einzustimmen. Aber so ist es ja. Und Mae West hat die unverschämtesten Witze gemacht über Beziehungen zwischen Männern und Frauen. Und viele ihrer Sachen wurden verboten. Und die ist sehr voluminös, aber sie ist eine brillante Schauspielerin. Und die beiden zusammen, das ist überhaupt unschlagbar. Also wir dachten, wir müssen auch mal etwas Gröberes bringen. Wobei die Dialoge sind gepfeffert. Gerade von Little Chickadee, deswegen habe ich zu meiner Freude gehört, dass die Untertitel haben, weil das ist sehr wichtig. Das sind lauter Zitate, also man kann sogar im Internet lesen, Zitate aus My Little Chickadee, eine lange Liste von Dialogpointen. Und bei W.C. Fields sind es auch Dialogpointen. Der hat selber die Pointen festgelegt. Und Mae West hat auch selber geschrieben, was sie sprechen wollte. Also die Filme sind hochgradig interessant. Der My Fatal Glass of Beer gilt als der beste Kurzfilm von W.C. Fields. Hat leider keine Untertitel. Aber ich erzähle vorher nochmal die Pointen, die man hoffentlich verstehen muss. Und da gibt es vor allen Dingen einen Satz, der immer zu wiederholt wird. Mit einer Gestik verbunden, die auch immer zu wiederholt wird. Ja, das ist morgen, also diese beiden. Ist da nicht drin? Vergnüglich. I was in Philadelphia, it was closed. I was once in Philadelphia, it was closed, hat er gesagt. Ja, ja und dann den koreanischen Film, Mann mit den drei Särgen, diesen Film haben wir auch entdeckt auf unserer Suche nach Asien. Wir wussten eigentlich über Korea wenig und ein japanischer Filmkritiker hat uns erzählt, dass er einen wunderbaren koreanischen Film entdeckt hätte, nämlich diesen Film Der Mann mit drei Särgen. Wir haben uns um diesen Film bemüht und auch schon recht bald bekommen. Und es ist ein höchst interessanter Film aus einer frühen Phase des koreanischen oder südkoreanischen. Heute wird ja häufig differenziert zwischen Nord- und Südkorea. Aus einer frühen Phase des koreanischen Kinos, als es noch eine sehr strenge Diktatur in diesem Land gab und die konnten sich nicht frei ausdrücken, was sie eigentlich sagen wollten. Aber der Film ist sehr experimentell und hat koreanische Themen, da kommt Schamanismus vor und insbesondere das Thema der Spaltung in Nord und Süd wird hier verhandelt.
Und das hat die Koreaner, also wir haben uns dann um Korea mehr interessiert und haben in den folgenden Jahren immer mehr koreanische Filme gezeigt. Und Korea ist ja ein Wunderland der Kinematografie, kann man sagen. Also nachdem die Verhältnisse dort freiheitlicher wurden, Ende der 80er Jahre, da blühte die Filmindustrie richtig auf und es kamen sehr, sehr interessante Regisseure plötzlich heraus, die Filme machen konnten. Und mehrere Generationen, inzwischen ist schon wieder ein drittes Kapitel eigentlich, sind schon wieder neue Leute da, die Filme machen. Und Korea ist ein Land, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, wo 50-60% die nationale Produktion wird etwa von 50-60% der Zuschauer angesehen. Das sind also sehr hohe Werte. Und auch in anderen asiatischen Ländern, in Japan ist koreanisches Fernsehen wahnsinnig populär. Die Japaner lieben das Koreanische, die koreanischen Seifenopern, obwohl es zwischen Japan und Korea ja lange furchtbare Streitigkeiten gab aufgrund der Historie, aufgrund der Geschichte. Und das ebnet sich jetzt ein bisschen ein, ist aber noch nicht total eingeebnet. Aber dieses ganze Klima in der koreanischen Geschichte und damals auch die Einengung durch die Zensur, das spürt man in diesem Film, Der Mann mit den drei Särgen. Der Film ist sehr, sehr interessant, teilweise verschlüsselt, aber hat auch einen wilden anarchistischen Humor. Und der Regisseur ist ein wunderbarer Mann, wir haben ihn kennengelernt, ich bin mit ihm im Auto gefahren. Der fuhr aber sehr gefährlich, hat verschiedene halb fast tödliche Autounfälle gehabt. Also da freuen wir uns jetzt auf morgen schon und auf übermorgen auch. Sehr vergnügliche Filme und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie morgen wiederzusehen.